Wenn wir nicht erforschen, wie viel Wasser es zur Verfügung gibt, ist die Gefahr sehr groß, dass wir unsere Wasserressourcen übernutzen. Was aber in Deutschland schon ein bisschen wichtiger werden könnte, ist die Wasserqualität, weil das Wasser nimmt halt alles mit, was so im Boden ist. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen besser verstehen, wann und wie viel Wasser in den Untergrund geht, um auch zu schauen, dass zu diesen Zeitpunkten da nicht viele Schadstoffe mit reinkommen. Und um halt besser mit der Wasserverfügbarkeit in der Zukunft umzugehen, brauchen wir halt diese besseren Überwachungssysteme. Guten Morgen, willkommen am Institut für Grundwasserwirtschaft. Wir sind hier bei der Fachrichtung Hydrowissenschaften und heute werdet ihr mich begleiten zu einem besonderen Arbeitstag, bei dem wir heute ins Feld fahren. Wo wir heute hinfahren, ist ein Untersuchungsgebiet im Erzgebirge, nahe des Ortes Nassau, an einem Bach, der heißt Mäusebach, umgangssprachlich. Fachlich ist es die kleine Gimlitz und was wir dort machen, werde ich euch dort erklären. Normalerweise sitze ich hier und schreibe E-Mails und sorge dafür, dass meine Mitarbeiter und Doktoranden ihre Arbeit gut machen können. Aber heute geht es für mich ins Feld und deswegen stelle ich hier mal auf nicht stören und wir können los. Also wir haben es heute ganz gut erwischt mit dem Wetter. Klar, man muss eigentlich immer raus, auch bei schlechten Wetterbedingungen. Also im Winter müssen wir da auch mit Schneeschuhen und einem Lastenschlitten reinfahren. Wir begleiten dich heute wirklich einen ganzen Tag lang im Feld. Was steht denn alles an? Das Gebiet, wo wir jetzt hinfahren, ist relativ klein, sind wenige Quadratkilometer. Aber das sind hunderte von Messpunkten, die wir dort installiert haben. Und dort werden wir uns um die Datenauslese und die Instandhaltung der Geräte kümmern und Wasserproben einsammeln. Das ganze Gebiet ist im Winter ein beliebtes Langlaufgebiet und im Sommer auch ein beliebtes Wandergebiet. Das ist kein Zufall, weil die Messungen, die wir in den Wasserwissenschaften machen, die machen wir oft gerne erstmal ohne den menschlichen Einfluss. Und ehrlich gesagt ist das auch ein Grund, warum ich mich für diesen Beruf entschieden habe, weil man halt immer gut rauskommt und vor allem in sehr schöne Gebiete. Kannst du vielleicht ein paar Infos geben zu dem Forschungsprojekt, wo du aktiv bist? Also das Forschungsprojekt ist eine sogenannte Forschungsgruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Es sich darauf fokussiert, den Zwischenabfluss zu quantifizieren. Und der Zwischenabfluss ist halt genau das, was nicht oberflächlich abfließt, was nicht Grundwasser ist, sondern dazwischen abfließt. Das kennt man vielleicht jetzt als Laie nicht so sehr, aber es ist halt eine Komponente, die bei der Hochwasserentstehung wichtig ist, weil es halt auch zu einem Anstieg des Wassers im Gerinne kommt und dieses halt verzögert. Das heißt, ein Hochwasser dauert länger. Aber sorgt halt auch dafür, dass der Hochwasserpeak geringer ist. Das heißt, man wünscht sich den Zwischenabfluss schon sehr, aber man erkennt ihn noch nicht so gut. Und wir wollen den halt besser in die Modellierung, in die Hochwasservorhersage mit reinbringen. Ja, wo sind wir denn jetzt hier gerade angekommen? Also wir sind jetzt hier an der Vortalsperre zur Talsperre Lichtenberg. Und hier kommt das Wasser von der Gimlitz reingeflossen und die Gimlitz ist der Fluss und das Einzugsgebiet, in dem wir unser Probeprogramm aufgebaut haben. Talsperre Lichtenberg ist einerseits dafür da, um Hochwasser zurückzuhalten, andererseits um Freiberg und Lichtenberg mit Trinkwasser zu versorgen. Und um das dauerhaft zu sichern in Zeiten des Klimawandels, ist es wichtig zu verstehen, wie die Prozesse dazu beitragen, wann wie viel Wasser hier herauskommt. Womit beschäftigt man sich eigentlich, wenn man Grundwasser erforscht? Also einerseits beschäftigt man sich mit der Messung. Weil um Grundwasser zu erforschen, muss man natürlich die Grundwasserstände irgendwie erfassen. Das wäre die eine große Sache, also die sogenannte Hydrometrie. Die andere große Komponente wäre die Analytik. Man kann nämlich sehr viel über das Grundwasser lernen, wenn man sich anschaut, wie das Wasser zusammengesetzt ist. Und dann das andere große Feld, was eigentlich so mein großes Ding ist, das ist die Modellierung und Vorhersage. Unter bestimmten Annahmen, wie sich das Klima verändern wird, kann man dann berechnen, wie sich hier im Sommer und im Winter die Wasserverfügbarkeit, die Peaks und die Niedrigwasserzustände verändern werden. Also wir sind jetzt hier im Gebiet. Wir müssen irgendwie eingrenzen können, für was die Messungen, die wir unten am Bach machen, für welches Gebiet die gelten. Wir haben jetzt hier halt die wunderbare Situation, dass wir wirklich fast bis zum Bach auf der einen Seite Wiese haben und auf der anderen Seite Wald. Nicht ganz, aber fast. Und so konnten wir quasi dieses Gebiet schön aufteilen in Freilandflächen und Waldflächen. Und was man jetzt hier gar nicht sieht, sind unsere Messungen, die sind unter der Erde. Überall im Wald und auf der Wiese sind Rohre versenkt, um den Wasserstand zu messen.
an bestimmten Orten Bodenfeuchtesensoren. Am Bach unten sehr viel Equipment ist, um den Abfluss zu messen und an verschiedenen Stellen auch Geräte installiert haben, um Wasserproben zu nehmen. Was genau ist Grundwasser eigentlich? Grundwasser ist Wasser, das sich unterhalb der Erdoberfläche einen konstanten Wasserspiegel aufbaut. Also Wasserspiegel heißt, wenn ich einen Brunnen bohre und da bildet sich ein Wasserspiegel im Brunnen. Ein bisschen mehr wissenschaftlich wäre Grundwasser das Wasser, das sich allein durch Gravitation im Untergrund bewegt. Das ist für uns das beste Zeichen, dass hier Grundwasser ansteht. Das hier ist nämlich eine natürliche Quelle, wo Grundwasser wieder an die Oberfläche tritt. Also wir sind jetzt hier an einem von den sehr stark bemessenen Punkten. Das ist unser sogenannter Trench 1. Wir haben hier mit dem Bagger zwischen dem und dem Rohr die ganze Linie, ein Graben ausgehoben, um diesen Zwischenabfluss, der sich hier oben im Hang bildet, abzufangen in so eine Art unterirdische Regenrinne. Die geht hier unten durch und kommt da, wo diese graue Box steht, wieder raus. Und da haben wir ein Abflussmessgerät. Und man sieht, wir haben hier zwei Regenrinnen. Und kommt durch die Rohre durch und fließt in diese kleinen Trichter hinein. Und diese Trichter, die gehen in diese Schäufelchen. Das sind Wippen. Und wenn dieses Schäufelchen genug Wasser drin hat, dann schlägt es um. Und dieser Umschlag, der wird elektronisch erfasst. Und wir wissen, wie viel Wasser da in so ein Schäufelchen reingeht. Das heißt, jedes Mal, wenn es Klick macht, wissen wir, okay, seit dem letzten Klick ist genau dieses Wasservolumen durchgeflossen. Und dann laufen halt diese aufgesägten Probefläschchen voll und die nehmen wir dann nach Dresden. Und wenn wir eine Zeitperiode haben, wo die Waage öfter gekippt hat und mehr Wasser durchkam, das wäre ein Zeitpunkt, wo wir sagen, die Probeflächen, die schauen wir uns genauer an. Diese haben wir jetzt entlang des Mäusebachs verteilt. Das heißt, man kann dann für gewisse Abstände durch Wasserbilanz zeigen, ob Wasser von der Seite dazu kam oder nicht. Zusätzlich zu dieser unterirdischen Regenrinne des Grabens haben wir um den Graben herum auch Bodenfeuchtesensoren installiert und die sind auch hier überall im Hang platziert. Der Datenlogger zeichnet das auf, was die Bodenfeuchtesensoren in einer Viertelstundentaktung messen. Können wir hier irgendwo ein paar Messdaten uns anschauen? Ja, bei der Software ist es so, wenn ich mir die Daten runterlade, dann kriege ich halt einfach nur eine riesige Tabelle und kann mir das quasi dann im Excel-Programm wieder aufarbeiten. Und das kommt schon langsam mehr in die Richtung von dem, was ich im Büro mache, nämlich in Excel-Tabellen mit Computerprogrammierung diese Daten aufzubereiten. Ist hier jetzt schon eine Tendenz in den Daten erkennbar? Also was ich Ihnen sagen kann, ist, dass in den letzten Stunden und in der Nacht die Bodenfeuchte relativ konstant war. Und zwar 15% Wassergehalt ist jetzt nicht besonders viel. Das heißt, es ist doch eher trocken. Überall, wo ein Rohr rausguckt, haben wir Grundwassermessstellen drin. Unten in diesem PVC-Rohr ist dann der Drucksensor und der merkt halt, wenn sich ein Wasserdruck aufbaut. Die gehen jetzt nicht so tief rein, also maximal 5 Meter. Das heißt, die sind jetzt nicht beim richtigen Grundwasser, sondern die sind bei dem Grundwasser, das sich temporär bildet, wenn der Zwischenabfluss durchkommt. Wie lässt sich das auf größere Gebiete verallgemeinern? Wir haben genau das, was wir jetzt hier haben und sehen, haben wir nochmal im Schwarzwald, haben wir nochmal im Sauerland und haben wir nochmal in den Alpen in der Nähe von Innsbruck, wo wir ähnliche Setting gesucht haben, also Wiese und Wald, und wo wir quasi genau dieselben Messgeräte auf dieselbe systematische Art und Weise in den Untergrund gebracht haben. Um halt dieses Wissen, das wir über den Zwischenabfluss und die Besonderheit für Hochwassergenerierung, Wasserverfügbarkeit, dass wir das möglichst weit übertragen können. Und so haben wir dann mindestens Mitteleuropa als Gültigkeitsbereich für unsere Ergebnisse. Wir messen, was im Hang passiert. Wir schauen, was unten am Hang ankommt. Wir messen die Wasserchemie über diese automatischen Probenehmer und wir schauen dann, ob das, was an Volumina jetzt an diesem kleinen Hangabschnitt ankommt, auch dann wirklich, wenn man das auf die ganze Länge des Bachabschnitts extrapoliert, ob das dann dem entspricht, was wir wirklich an Zufluss von beiden Seiten messen. Es gibt Modelle, die flächendeckend modellieren, um die Hochwasservorhersage zu machen. Oft entsteht dann eine gewisse Mehrdeutigkeit, wie diese Abflussreaktion dort unten zustande kommt. Und wir hoffen, dass wir durch die Prozesserkenntnisse, die wir jetzt in diesem Gebiet sammeln, dass wir dadurch ein Wissen zur Verfügung stellen können, um diese Modellierungsansätze eindeutiger zu machen. Wir sind jetzt gerade in einen Regenguss gekommen. Wie schnell wirkt sich denn ein Niederschlag auf das Grundwasser aus?
Wenn wir jetzt ja schon eine relativ warme Phase des Jahres eingetreten sind, würde ich direkt behaupten, dass davon nicht zum Grundwasser ankommt. Zum Teil verfängt er sich in den Bäumen und das, was unten ankommt, bleibt im Boden und wird von den Wurzeln aufgenommen. Das heißt, für die Grundwassererneuerung, da brauchen wir die Jahreszeiten Winter, wenn Schnee liegt, halt auch die Schneeschmelzzeit und den Herbst dazu. Da, wo die weniger Vegetation, Pflanzen das Wasser aufnehmen und dadurch gibt es dann mehr Wasser quasi übrig, das dann ins Grundwasser fließen kann. Was macht deine Forschung eigentlich so relevant? Wenn wir nicht erforschen, wie viel Wasser es zur Verfügung gibt, ist die Gefahr sehr groß, dass wir unsere Wasserressourcen übernutzen. Man hat sich ja trotzdem über die Jahrzehnte hinweg auf eine gewisse Wasserverfügbarkeit eingestellt. Und das wird sich alles in der Zukunft ändern. Die Temperatur steigt, was generell der Luft ein größeres Potenzial gibt, Wasserdampf aufzunehmen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch zu- und abnehmende Niederschlagsmengen dank des Klimawandels. Teilweise verschiebt sich das nur über die Jahreszeiten hinweg. Aber wenn sich zum Beispiel jetzt mehr Winterniederschlag in den Sommerniederschlag verschiebt, dann kann es sein, dass derselbe Regentropfen, der früher dann zum Grundwasser beigetragen hat, dann in die Verdunstung von der Vegetation geht. Weil die Pflanzen sind halt zuerst. Was halt eine Tendenz ist, die man überall feststellt, ist, dass so extremere Wetterlagen sind stärker ausgeprägt. In der Länge und in der Intensität. Das heißt, es ist mal sehr lange sehr trocken, manchmal auch sehr lange sehr feucht. Bedeutet halt, dass wir uns auf neue Wasserverfügbarkeiten einstellen müssen. Das heißt, es sind viele Fragestellungen, die man bearbeiten kann und auch lösen kann. Aber man muss sich halt rechtzeitig drum kümmern und die Forschung weiter treiben. Also wir sind jetzt hier an dem Punkt, an dem der Mäusebach kurz vor dem Ausfluss aus dem Wald ist. Wir sehen jetzt, wenn wir uns umschauen, auch, dass das Relief viel flacher geworden ist. Also quasi die Flussaue, die wir auch untersuchen wollen, die ist hier quasi schon sehr, sehr breit. Was wir jetzt hier eigentlich nur noch installiert haben, ist noch einmal so ein Wasserprobenentnahmegerät, das steht da hinterm Baum. Und irgendwo haben wir auch ein bisschen weiter oben noch einen Wasserstandssensor, der den Durchfluss hier überwacht. Um halt eine Gesamtreaktion des Gebiets besser verstehen zu können. Kannst du eigentlich Hochwasser vorhersagen? Ich könnte es, beziehungsweise meine Doktorandin könnte es. Weil meine Doktorandin hat für dieses Gebiet schon ein funktionierendes Vorhersagemodell aufgestellt. Und wenn wir jetzt eine Niederschlagsvorhersage hätten, dann könnten wir für die nächsten zwei Tage dann auch hier eine Hochwasservorhersage machen. Aber diese Unschärfe, welcher Prozess jetzt wirklich zum Hochwasser beiträgt, die haben wir jetzt noch drin. Und wir wollen dann in der nächsten Phase, wenn diese Daten jetzt hier zur Modellierung freigegeben werden, zeigen, wie die Unschärfe im Modell sich reduziert durch die zusätzlichen Daten. Was würdest du sagen, macht dir an deiner Arbeit besonders viel Spaß? Also ich arbeite gern mit Menschen. Ich genieße es, Doktoranden zu motivieren. Also ich glaube, das können meine Doktoranden auch bestätigen. Ich bin gern draußen. Ich habe meinen Zivildienst schon beim Bund Naturschutz damals gemacht und habe da gemerkt, dass ich wirklich sehr gerne diese Mischung zwischen Büro und Feldarbeit habe. Ich hatte jetzt wirklich sehr lange die Möglichkeit, immer wieder in den tollsten Gebieten der Welt Forschung zu betreiben, in Höhlen zu klettern, in alpinen Einzugsgebieten zu sein, als Student schon in den Exkursionen und dann später halt durch die Forschungsarbeiten. Ich bin halt sehr interessiert an anderen Kulturen, anderen Ländern. Und ich habe sehr schnell schon als Student gemerkt, dass man im Urlaub davon gar nicht so viel mitbekommt. Und sobald man dann mit den Menschen zusammenarbeitet, kriegt man viel mehr so von einem Land was mit, von einem anderen Land, als wenn man da halt nur als quasi durch die Glasscheibe des Touristen da reingeht. Und ich habe als Student schon jede Möglichkeit benutzt, irgendwie Praktika zu machen. Ich war in Argentinien, ich war in Neuseeland, ich war in Israel, habe die Jordanquellen gemessen. Das war meine erste Feldarbeit. Ich habe dann Postdoc gemacht in England und in Kanada. Und halt dieses dort mit den Leuten, die dort leben und aufgewachsen sind, zu arbeiten und zu verstehen, wie die ticken, also das möchte ich nicht missen. Wo siehst du dich und deine Forschung in den nächsten 5 Jahren? Wir machen bereits schon und werden das immer stärker forcieren, dass wir neue Methoden zur Erfassung der Grundwasserneubildung etablieren, testen, entwickeln, aber auch in die Praxis bringen wollen. Eventuell auch unterstützen, wie man mit der Problematik Elbe, Spree, Tagebau, Restseeflutung umgeht, weil da geht es ja auch darum, wie viel Wasser wird uns zur Verfügung stehen zu den verschiedenen Jahreszeiten, wie schnell können wir die eigentlich wieder auffüllen. Und da ist die Grundwasserneubildung eine der unsichersten und wichtigsten Komponenten. Was kann die Grundwasserforschung leisten, um einen Beitrag dazu zu leisten? Also meine persönliche Meinung ist, wir brauchen noch mehr Forschung zu Grundwassererneuerung.
wir können zwar die Grundwasserstände messen, aber die reagieren manchmal sehr verzögert auf das, wenn es regnet. Und es kommt dann was rein, aber man weiß noch nicht, ob es ankommt oder nicht. Das heißt, zu bestimmen, ob jetzt Niederschlag zur Grundwasserneubildung geführt hat oder nicht, oder ob er führen wird, dazu brauchen wir bessere Messungen. Und da bessere Ansätze zu entwerfen und bessere Modellierungstools, die idealerweise auch in, halt wie Hochwasservorhersage funktionieren, dass ich halt ein Tool habe, das mir das direkt sagt, in 3 Tagen könnte es zu so und so viel Grundwasserneubildung kommen, das fände ich schon sehr nett. Wie sieht das denn in Zukunft aus mit unserem Grundwasser? 70% unserer Trinkwasserversorgung kommt aus dem Grundwasser ungefähr, in Sachsen ein bisschen weniger. Wir werden in Zukunft auch genug Grundwasser haben. Es geht eher nur darum, halt zu schauen, wie weit die Fördermengen, die wir in der Vergangenheit als nachhaltig nutzbar betrachtet haben, die auch festgelegt worden sind, in Zukunft auch noch haltbar sind, weil halt mancherorts eventuell die Grundwasserneubildung sich verändern wird. Das Grundwasser wird uns nicht abhanden gehen, aber wir müssen manche Dinge, die als selbstverständlich betrachtet worden sind, in der Zukunft vielleicht nochmal neu betrachten, um auszuschließen, dass es denn dann nicht doch mal regional oder zeitweise knapp wird und um auszuschließen, dass die Wasserqualität die Standards erfüllt, die wir uns wünschen für unsere Zukunft und die auch gesetzlich vorgegeben sind. Also dann bedanke ich mich für euren Besuch. Es war sehr schön, dass ich euch hier rumführen durfte. Und auch, ja, jetzt wird das Wetter ja wieder schlechter. Und ein paar E-Mails gehören noch geschrieben. Das heißt, ich gehe jetzt mal langsam wieder nach Hause. Ich hoffe, der Tag mit mir im Feld hat euch gefallen. Und sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.